So, gerade hat der Sturm angefangen. 3 Minuten bevor ich nach Hause gekommen bin, hat er doch richtig heftig hier angefangen, der Sturm. Wir machen mal ein Unboxing, ein Live-Unboxing, beziehungsweise ich habe einfach eingekauft. Und zwar war ich im Bioladen und im Kaufland. Da fahre ich, man muss dann immer in die nächste Stadt fahren mit dem Fahrrad, so 20 Minuten, 20 Minuten zurück. Ja, auf jeden Fall, der obere ist aus dem Kaufland. Und im Kaufland finde ich so den besten Supermarkt, gleichzeitig aber auch nicht. Also ich gehe da nicht gerne rein, sage ich mal. Das ist auch alles so groß und da stehen dann auch riesige Regale voller Müll einfach. Ihr wisst, was ich meine. Aber die Obst- und Gemüseabteilung ist halt genauso, dementsprechend genauso groß. Und die haben nämlich viele Bio-Lebensmittel auch, zum Beispiel Bio-Orangen. Und die gibt es da für 2 Euro das Kilo und das fand ich halt sehr genial. Ich habe aber aus dem Bioladen jetzt auch Orangen für 2 Euro das Kilo, weil die da gerade im Angebot sind. Die kosten normalerweise 3,50 oder 4 Euro. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt zum Testen mal halt aus Kaufland ja, das Sorte Navellina, leider. Also die Sorte Navellina ist eine Hybridfrucht, aber in meinem momentanen Reinigungsgrad spielt das nicht die größte Rolle, sage ich mal. Und die haben da nämlich auch Bio-Äpfel. Ich habe mir hier jetzt die Sorte Elster genommen. Also ich habe die ganzen Bio-Äpfel von den anderen Supermärkten durch, von Aldi, von Norma, von Netto zum Beispiel und Lidl und die schmecken alle nach nichts, außer die von Aldi, die gehen gerade noch. Jetzt prüfe ich die mal, weil die aus dem Bioladen, die kosten natürlich 3,50 € das Kilo und die kosten 2,50 € das Kilo. Dann probiere ich die einfach mal. Ja, jetzt im Moment habe ich keinen Hunger, sonst hätte ich das probiert. Aber wenn ich dann einmal anfange zu essen, dann will ich dann... Dann weiß ich nicht, dann will ich auch eine Mahlzeit haben. Ich mag das nicht so, wenn ich dann so ein Stück Apfel einfach im Magen habe, weil ich merke das mittlerweile alles. Man wird da körperlich so sensibel, man merkt halt wirklich alles, was im Körper abläuft. Im Prinzip, und ich habe dann keine Lust, dass da ein Stück dann, ich weiß nicht, wenn ich aber eine ganze Mahlzeit esse, dann weiß ich ja, ich muss ja sowieso momentan essen, mit meiner momentanen Situation. Und dann kann ich mich auch darauf einstellen, weil ich dann in dem Moment muss. Deswegen mag ich es entweder eine ganze Mahlzeit, weil ich es ja dann eh muss, oder halt gar nicht. Gut. Und die haben auch im Kaufland nämlich Bio-Paprika. Die kostet normalerweise im Bioladen um die 8 Euro das Kilo und im Edeka kostet die sogar 9 Euro das Kilo. Und sonst gibt es nirgendwo Bio-Paprika. Selten mal im Netto, zumindest früher. Und hier, das war glaube ich auch im Angebot, die haben da so öfter ziemlich viele Angebote. Die waren jetzt 5,50 € das Kilo. Das sind 400 Gramm, das waren 2,30 € für 2 rote Paprika. Das geht also noch. Also ich meine, 5,50 € zu 9 Euro ist schon ein krasser Unterschied. Genau hier rechts. Ja, leider ist das aber Plastik. Also im Bioladen habe ich da nicht mit Plastik hantiert. Und die haben auch diese Riesenpapaya. Papaya Formosa. Ich würde diese kleinen Papaya überhaupt nicht holen aus dem Supermarkt. Und sonst haben auch die meisten Supermärkte meistens keine Papaya, zumindest hier nicht. Die kleinen Papayas sind alle heftigst vergiftet oder belastet. Also wirklich heftig. Also was ich da schon mit erlebt habe, ja, das ist richtig krass. Diese hier sind auch belastet, aber ich probiere es mal gerade in meinem momentanen Reinigungsgrad, ob das so schlimm ist. Ja. Auf dem Ausprobieren, also die großen, die sind deutlich besser, aber sollte man auch nicht unbedingt regelmäßig holen. Das ist jetzt, glaube ich, 8 Monate her, dass ich Papaya gegessen habe. So. Und die haben auch getrocknete Biofeigen zum Beispiel, die kosten da das Kilo 10 Euro. Mit 250 Gramm waren, glaube ich, 2,50. Wollte ich auch mal ausprobieren, wie der Geschmack so ist. Also die meisten Feigen, die schmecken mir einfach nicht, weil der Geschmack so sensibel geworden ist. Eigentlich schmecken nur die Wildfeigen, die Zagros-Feigen oder auch persische Feigen genannt. Am nächstbesten sind die von Rapunzel. Die sind auch schön hell alle und nicht alle so dunkel und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die von der Marke K-Bio, oder ich weiß gar nicht, welche Marke das ist, ob die jetzt Rohkostqualität haben, aber das schmecke ich aber sofort. Wollte ich mal ausprobieren. Sonst hat auch sonst kein Supermarkt Bio-Feigen. Menschul-Datteln, da habe ich natürlich jetzt voll den Plastikscheiß gekauft. Ist eigentlich total unnötig. Aber das ist so meine Süßigkeit momentan und auch sonst gewesen als Fruitarian, dass ich halt so ein paar Menschul-Datteln habe. Als Süßigkeit. Meistens esse ich das dann mit Salat zusammen und Tomate.
Oder auch mal ohne Tomate. Wobei mit Tomate ist halt, also Dattel und Tomate ist eine heftig geile Kombination. Der schmeckt halt wie Ketchup, nur tausendmal geiler. Und dann mache ich noch Salat dabei, um den Zucker ein bisschen abzupuffern und so weiter. Also es ist dann ganz gute Mahlzeiten. Durch die Tomate bekommt man dann sehr viel Flüssigkeiten, auch durch den Salat, was dann, sonst wird das dehydrieren, die Datteln. Wobei ich eigentlich wieder darauf verzichten möchte, aber ich will nicht zu schnell wieder vorangehen. Ich versuche gerade jetzt auf Fette zumindest wieder zu verzichten. Das geht ganz gut. Weil die halt auch schleimbildend sind, die Fette, aber das ist eine andere Sache. Hier geht es um den Food Hall. Es kann sein, dass das so gewesen war vom Kaufland. Also Bio-Paprika, Bio-Orangen, Bio-Äpfel. Die Matchu-Datteln sind, glaube ich, nicht Bio. Die Papaya auch nicht, aber die Feigen. So, vom Bioladen habe ich dann, wie gesagt, auch Orangen. Das sind, glaube ich, doch sind, glaube ich, auch Navelinas. Sieht man hier nicht so perfekt, aber die haben hier so einen, ja, Bauchnabelknubbel irgendwie. Das haben die, ja, haben, ich weiß gar nicht mehr, wie die andere Sorte heißt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich guck mal bei dem anderen. Die sind ja auf jeden Fall Navelina. Ja, da sieht man es besser. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt auch Navelina sind. Keine Ahnung. Ah doch, hier sieht man es. Naja, ist aber jetzt nicht so wichtig. Dann habe ich da auch Äpfel, aber ich hole mal beim Bioladen, weil die wirklich 3,50 € das Kilo kosten, hole ich mir dann einfach nur 1 Kilo und das war's. Also ich hole momentan besonders gerne Kaki im Penny. Die sind nämlich für 1,30 € das Kilo am Angebot und nicht belastet. Nur leider, also die haben da 30, 40 Packungen davon stehen. Aber leider findet man dann nur 2, 3 Packungen, wo genug reife Kakis drin sind. Und die reifen halt nicht nach, das ist das Problem. Also die müssen halt ein bisschen weich sein, ein bisschen Druck nachgeben und nicht so hart sein. Ansonsten hole ich auch noch Kiwis vom Aldi. Manche sagen, die würden überhaupt nicht schmecken. Ich finde die aber ziemlich lecker eigentlich vom Aldi, die Kiwis. Und die sind samstags halt runtergesetzt für 50 Cent, 6 Stück. Also 9 Cent pro Stück. Das ist schon ziemlich günstig. Das sind dann, glaube ich, 1 € das Kilo auch. Das ist dann so, was ich hauptsächlich dann esse. Und Samstag im Penny sind auch Tomaten zum Beispiel Angebot. Die vom Aldi, die schmecken mir überhaupt nicht, die schmecken nach nichts, aber die vom Penny, die gehen noch gerade so, eben schmecken mir sogar besser als aus dem Bioladen. Äpfel, Äpfel. Und ich habe bei den Äpfel und Birnen habe ich genau wieder 1 Kilo getroffen vom Gewicht her. Also ich habe auch noch 1 Kilo Birnen geholt. Aber wie gesagt, da hole ich dann wirklich nicht so viel von. Und hier nochmal Feigen, aber diesmal von Denré, nicht die Rapunzel, die ich erzählt habe, weil die einfach zu teuer sind von Rapunzel. Aber konventionelle Feigen sind ziemlich belastet, deswegen hole ich die schon Bio, um Datteln besonders. Bei Majuro-Datteln bin ich mir gerade nicht sicher, aber werde ich schon merken. Ja, die Feigen, die kosten von Denré 11 € das Kilo, die Packung jetzt 5,50 €. Wobei ich eigentlich ja, auf die trockenen Sachen, also ich esse die dann wirklich immer nur mit Salat und Tomate zusammen, meistens als eine Mahlzeit. Im Prinzip esse ich Salat und Tomate und dazu die Feigen, nicht umgekehrt, nicht Trockenfrüchte und dann Salat und Tomate dazu, sondern ja, oder man sieht es einfach als ganze Mahlzeit. Also das ist manchmal halt so eine Mahlzeit, wobei ich das früher auch sehr gut durch Apfel ersetzen konnte. Also eine Scheibe Apfel, eine Scheibe Tomate. Und dann ein Salatblatt gewickelt, fand ich sehr, sehr lecker. Und davon habe ich mich dann wirklich satt gegessen, sodass ich dann, weiß nicht, 5 Äpfel hatte, 6, 7 Tomaten und einen halben Kopf Salat. Das war dann richtig wirklich zum Sattessen. Und das tut mir extrem gut bei einem gewissen Grad der Körpereinheit, sage ich mal. Irgendwann braucht man das auch nicht mehr, aber also die meiste Zeit esse ich auch wirklich nur Früchte am Tag. Heute habe ich zum Beispiel 5 Kakis gegessen und einen Saft aus 5 Orangen. Ich denke mal, aber dass ich heute noch, also als eine Mahlzeit erst den Orangensaft und ein bisschen später die 5 Kakis. Ja, mal gucken, was ich dann heute noch esse. Aber manchmal ist man dann auch wieder, hat man auch wieder den Drang, also mehr zu essen. Dann esse ich auch mal 2 Kilo Kakis. Aber wenn ich mehr als 1 Kilo Früchte esse, dann muss ich auch regelmäßig Sport machen. Damit die Verdauung auch wirklich läuft, da kann ich nicht, weiß ich nicht, nicht als Yogi einfach so mit meinem Bewusstsein die ganze Zeit rumschwirren. Dann funktioniert das körperlich einfach nicht optimal. Ja. Dann habe ich hier aus der Grabbelkiste eine Ananas. Wie man sieht, ist sie überhaupt nicht reif. Manche sagen, die reifen nicht nach. Manche
Also bei mir reifen die ein bisschen nach, werden aber vorher schlecht, bevor die ganz reif sind. Aber wenn man das halt machen möchte, sollte man die über Kopf stellen, damit die gleichmäßiger reifen, weil die am unteren Ende zuerst reifen. Da werden die auch oft schimmelig. Ist die noch nicht. Also es ist halt eine Bio-Ananas, die war in einer Grabbelkiste, da hat man 75 Cent runtergesetzt. Deswegen hat die jetzt nur 2 € gekostet. Und so eine Ananas liegt in der Regel an 1,2 Kilo circa. Ist also unter 2 € das Kilo für Bio-Qualität. Und ich habe auch schon seit, weiß nicht, einem Jahr keine Ananas mehr gegessen, obwohl ich Ananas sehr gerne mag. Die aber konventionell auch sehr heftig belastet ist und in Bio-Qualität meistens nicht reif ist. Aber ich probiere es einfach mal aus, wie das so ist. So, in der Grabbelkiste war auch ein Blumenkohl. Also solches Gemüse, Wurzel- und Kohlgemüse ist wieder selten bei mir. Vor ein paar Tagen hatte ich das noch gehabt, dass ich sehr gerne einmal Möhren gegessen habe am Abend, mir das sehr gut getan hat. Aber ein paar Tage später bin ich dann halt wieder in so einem Reinigungsgrad drin, dass ich dann nur noch Blattgemüse brauche, helles Blattgemüse, um satt und glücklich zu werden, sage ich mal. Ja, da haben wir noch mehr Orangen. Da habe ich jetzt 3 Kilo, glaube ich, ungefähr. Weil die halt für 2 € das Kilo im Angebot waren. Wobei ich auch in, ich glaube, einer Woche oder 6 Tagen eine ganze Kiste Bio-Orangen spendiert, oder was heißt eine ganze Kiste, ich weiß nicht, 10 Kilo oder sowas, Bio-Orangen spendiert bekomme von Corinne. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Also es hilft mir auf jeden Fall über ja, den Monat zu kommen. Also ich habe so viele Spenden gekriegt in letzter Zeit, als ich bei Facebook geschrieben habe, dass ich ja, die halt spenden wollen oder mich anderweitig unterstützen wollen oder einfach nur unterstützen wollen, halt gerne spenden können. Aber ich habe auch eine Situation geschildert und da haben einige Leute mir wirklich was gespendet und das also reicht hundertprozentig. Also ich bin da richtig überwältigt, muss ich sagen. Ja, ein paar Bieren, wie gesagt, hier. Das ist richtig krass. Also bei mir geht es gerade ziemlich los, aber das ist auch ein anderes Video, weil es ist ja schon ziemlich lang. Hier habe ich noch ein paar Datteln an der Rispe. Also die sind wirklich Hammer. Die an der Rispe sind sehr, sehr frisch auch. Sind jetzt 700 Gramm. Aber die sind leider sehr teuer. Habe ich dann auch erst im Nachhinein gemerkt. Ich wollte mal so ein bisschen mitnehmen. War halt irgendwie so, sogar 800 Gramm, da waren halt schon 9 €. Das ist ein bisschen teuer. Ich glaube 12 € das Kilo. Ja, und das ist so der Einkauf. Also alles nur Früchte bis auf den Blumenkohl da. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn essen werde. Habe ich einfach mal mitgenommen für 1,50 €. Normalerweise kostet er 3 €. Aber das reicht mir auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5. Also ohne die Trockenfrüchte reicht mir das für 5 Tage ungefähr. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Also wenn ich den Salat noch hinzuziehe und ein paar Tomaten, dann dürfte das eine Woche reichen. Und wenn ich die Trockenfrüchte abziehe, preislich haben wir 18, 11, 21, 13. Dann sind das ca. 30 €. Also 29. Das ist alles. Also fast alles Bio-Qualität. Also ich komme, wenn ich halt wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich komme zwischen 100 und 150 € im Monat momentan aus, wenn ich also in Bio-Qualität hole, mit meinem momentanen Reinheitsgrad. Also seit 2 Wochen esse ich halt wieder komplett roh, beziehungsweise frutarisch im Prinzip. Also frutarisch heißt für mich, dass halt schon manchmal auch Blattsalate integriert werden können, auch selten mal Nüsse, wenn man sich halt wirklich. Ja, wenn man es natürlich als Regulationsmittel mal braucht, um die Nerven zu beruhigen. Aber ich meine halt, dass halt keine vermischte Rohkost ist, nicht zu so viel Rohkost, kein Salz oder Gewürze und sowas alles. Höchstens vielleicht nochmal selbst getrocknete Tomate und Paprika als Gewürze sozusagen, die dann wieder eingeweicht wurden. Also einfache Rezepte, keine Fehlkombination, zum Beispiel Fett und Zucker und sowas. Das vertrage ich auch überhaupt nicht mehr. Also heute ging es mir überhaupt nicht so gut, weil ich zu schnell nach Früchten Avocado gegessen habe und es hat sich dann vermischt und dann hat sich dann fängt der Zucker an zu gären und dann wird es wirklich giftig. Und dann habe ich auch direkt wieder Augenringe bekommen, was ein Zeichen davon ist, dass die Nieren überlastet sind beim Entgiften oder was die Leber, ich weiß nicht, sind auf jeden Fall beides Entgiftungsorgane. Auf jeden Fall. Weil wenn man den Fettgiftspeicher im Körper nicht mehr hat, dann entgiftet der Körper
neue Gifte sofort. Das heißt, sie kommen sofort in den Blutkreislauf und deswegen merkt man das dann einfach sofort und ist dann so richtig down. Und bei den meisten Leuten, die haben halt ein Fettgiftpolster, außer die machen vielleicht Ultraleistungssport oder sowas. Und dann merkt es einfach nicht, was einfach eingelagert wird im Körper. Ja. Also 2 Wochen wieder frutarisch unterwegs. So sieht's aus und ich bin absolut glücklich damit. Also, aber es ist auch ein anderes Video. Ich mache jetzt hier viel Schluss. Ciao.